Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten und dritter Sneak-Tag, also das, was ich auf jeden Fall ein bisschen festgestellt habe, ist, ich ziehe immer selber so ein bisschen die Vergleiche zwischen meinen Videos und zwischen Sneak 1 und Sneak 2 sind immerhin schon über 8 oder 9 oder 100 oder über 1000 Aufrufe Unterschied. Das heißt, so ein bisschen zeigt mir das, dass ihr so ein bisschen doch nicht so ultra das Interesse habt an dieser Clanstadt, oder ich weiß nicht, ob es euch langweilt oder ob man eigentlich schon alles gesehen hat und man muss das eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Aber heute sind noch zwei Distrikte mit dazugekommen, man hat sie eigentlich schon gesehen, aber sie sind jetzt noch nicht so in Wort und Bild gezeigt worden, so will ich das mal sehen. Also es kommen zwei Stück mit hinzu, einmal die Drachenklippen und einmal der Golemsteinbruch, so heißt es, glaube ich. Und wir fangen mal an mit den Drachenklippen und im altbekannten Muster, also gehen wir mal rein. Und sehen hier, ja, das sieht schon auf jeden Fall so ein bisschen nach Klippen aus. Also viel, viel mehr Steine zu überwinden, viel, viel mehr Hindernis, sage ich mal. Wie das Ganze vonstatten geht, kann ich euch leider noch nicht sagen. Aber jeder Distrikt schaltet ja gewisse andere Sachen immer frei. Und hier ist es auf jeden Fall, dass freigeschaltet wird an Buildings natürlich so ein Scheiterhaufen. Also so ein großer Scheiterhaufen ist es, glaube ich. Und gewisse Defenses, die man sich freischalten lassen kann. Einmal auch den Super Drachen natürlich. Die Hog Rider sind hier mit drin. Der Wutzauber und natürlich ein Army Camp, damit man das Ganze auch machen kann. Also das ist auf jeden Fall in diesem Vorort, ich nenne sie ja mal ganz gerne Vorort, das, was man sich freischalten lassen kann. Und es geht halt immer höher, es wird auch immer schwieriger, aber die Truppen werden natürlich auch immer dazu etwas besser. Wir gucken uns den Golemsteinhaufen mal an. Also eigentlich ist es so frei übersetzt, glaube ich. Und da sehen wir auch in jedem Fall relativ viel. Ja, da sehen wir tatsächlich Steinhaufen. Kleinere Steinstücke, die es da zu überwinden gibt oder zum Laufen gibt. Und da muss man sicherlich einige Taktiken sich ausdenken. Das sieht mir so aus, als wenn es da in den Boden reingeht. Also da sind schon irgendwie so Löcher, wo man reinfallen kann, habe ich das Gefühl. Oder wo was rauskommt. Denn hier in der Golem-Steinhaufen oder Steinbruch ist es. Golem-Steinbruch schaltet man sich natürlich den mächtigen Golem frei. Also das ist auch die einzige neue epische Truppe, der Berggolem. Und den sehen wir gleich auch ein bisschen in Action. Gibt natürlich jetzt auch hier ein paar defensive Gebäude. Und ich glaube, ein defensives Gebäude hatte ich euch noch gar nicht genannt, aber ich weiß jetzt auch tatsächlich gar nicht, wie das Teil heißt. Müsste ich tatsächlich nachschauen, aber wir können uns mal so eine Attacke angucken. Also einmal vom mächtigen Golem, wie er hier, ja, wie das normale Gameplay ist. Er ist unheimlich langsam, aber er macht natürlich einiges kaputt. Fast 160 Truppenplatz zeige ich euch gleich. Und unten seht ihr aber auch die Truppen, die mit zu den beiden Bezirken mit dazukommen. Die Hog Glider sind es übrigens. Und der Superdrachen, Wutzauber und der unten, das ist der Frostzauber, den haben wir ja schon gekannt. Aber ihr seht, der große Golem, jetzt ist das Geheimnis des Bildes eigentlich auch gelüftet. Der Kopf hängt übrigens vorne und nicht oben drauf. Denn dieses Gesicht dürfen wir ja schon posten, was es wohl ist. Also es ist auf jeden Fall der Berggolem hier. Und er ist ziemlich groß, aber ihr seht, in Wut haut er natürlich gut durch. Aber sobald er aus dem Wut raus ist, geht es ein bisschen gemächig zu. Aber er hat natürlich sehr, sehr viele Trefferpunkte, das seht ihr jetzt schon. Und die Kanonenkarre kommt da jetzt schon mal zur Hilfe. Und er latscht einfach so durch die Mauern durch, ne? Der braucht die gar nicht kaputt machen, der latscht einfach durch. Und schafft die Kanonenkarre nicht ganz. Okay. Es gibt aber noch ein Video, wo er Mauern bricht. Also brechen
Eben ist er doch durchmarschiert, oder hab ich das falsch gesehen? Oder hat er da doch geschlagen? Aber eigentlich ist er eben durchmarschiert, meine ich, ne? Oder hat er doch mal geschlagen? Nee, der bricht einfach Mauern auf. Ihr seht das, der schlägt nicht, der läuft einfach durch und damit bricht er die Mauern auf. Man hat ihm mal so eine Mauernwand hier geschaffen und da geht er natürlich einfach durch. Aber es kommt ihm schon mal so eine Art Kampfholz entgegen, auch nicht schlecht. Und dementsprechend, da sehen wir die neue Defense. Jetzt kommt er wieder leicht in Wut. Und oben ist ein Verteidigungsdrache, glaube ich, ist das da oben, meine ich. Ja, das ist ein Drachen, der verteidigt, aber der verteidigt, glaube ich, dann auch nur in seiner Range und nicht auf alles, was da gerade so kommt. Aber ich habe natürlich noch ein Gameplay-Video für euch, nämlich wo der auch mal kaputt geht, denn der hat ja auch nicht unendlich Trefferpunkte. Also hier geht er dann am Ende der Sequenz tatsächlich dann auch mal kaputt. Auch das ist mal nett animiert. Aber ihr seht selber, der hat unheimlich viel Trefferpunkte und es dauert auch ziemlich, ziemlich lange, bis der wirklich down geht. Jetzt, ich meine, den Drachen und die Hockleider hier erst reinschicken. Okay, die haben jetzt natürlich getankt, aber die Hockleider wären da sowieso gelandet. Also von daher hätte er gar nicht tanken brauchen. Sage ich jetzt mal so. Und jetzt sehen wir aber auch die Defensive, die ich noch nicht benannt habe. Das ist so eine Art, ja, so ein Raketenkatapult oder sowas. Denn es ist zwar sehr, sehr langsam, aber es macht, denke ich mal, richtig, richtig viel Schaden. Und daran wird der Golem jetzt auch so ein bisschen scheitern. Also der kriegt die Kanonenkarre. Ah, schafft er die noch? Ja, die packt er. Zweimal raufgeschlagen. Dann kommt die Hütte hier. Dann kommt noch so ein Hausgebäude und danach kommen eigentlich die Kanonen dran, aber die schafft er nicht mehr, denn er geht vorher kaputt und das ist dann auch die Animation, die es am Ende gibt. Wenn er platzt, dann zerplatzt er in mehrere kleine Steinchen und das war's, 5 Stück an der Zahl und damit ist es das eigentlich tatsächlich schon gewesen, dieser Sneak-Tag. Er ist unheimlich kurz, Ich kann euch auch nicht wirklich sagen, ist es das jetzt gewesen mit den Sneaks? Gibt es wirklich nur Clanstadt oder kommt noch irgendetwas anderes? Also so wie es auf jeden Fall aussieht, ist erstmal die ganze Sache um diese Clanstadt herum komplett geschmiedet. Also es gibt wirklich nur Erneuerungen, Sachen um und in der Clanstadt und nichts anderes, soweit ich das im Moment mitbekommen habe und es ist, glaube ich, auch schon teilweise bestätigt worden und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben oder ich mache einfach mal eine Umfrage auf YouTube, wie ihr da mit dem Update jetzt, sage ich mal, wenn es denn so kommen würde, in der Form, wenn es jetzt nicht noch ein Sneak gibt, zufrieden seid oder nicht zufrieden seid, ist sicherlich an der Stelle sehr, sehr sehr, sehr schwer zu sagen und also ich ziehe für mich auch so ein ganz kleines Fazit, weil ich weiß jetzt auch nicht, ob es noch einen Sneak gibt heute oder morgen. Ich bin eigentlich, gehypt will ich jetzt nicht sagen, ich lasse das mal auf mich zukommen, so will ich das mal sagen, denn wir müssen erstmal da auch so ein bisschen, denke ich mal, Praxis reinbekommen. Dass jetzt nach wie vor das Max bleibt, das ist leider so. Ich meine, mich freut das natürlich. Ich kann auch weiterhin meine Mauer machen, ohne dass ich mir jetzt Sorgen machen muss, dass wieder eine neue defensive Einheit bei mir mit dazukommt im normalen Heimatdorf hier oder im Nachtdorf. Ja, und von daher, aber man muss natürlich spielen, damit man die ganzen Sachen aufbauen kann. Man muss battlen, man muss Clankriege spielen und so weiter. Also das hört natürlich nicht auf und aber wie gesagt, da sind so ein bisschen eure Stimmen gefordert. Der Sneak war halt heute mal etwas kürzer auf den Samstag und da hatte ich auch alle Zeit der Welt. Das ist gestern Abend auch erst sehr, sehr spät gekommen. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass wir samstags auch noch was posten, aber sei es drum. Ich wollte eigentlich gestern schon sitzen geblieben sein, habe ich aber auch nicht gemacht. Ich habe immer noch nicht aufgenommen hier aus dem Clan. Ich will dir mal wieder ein bisschen was Normales zeigen. Aber die Sneaks waren mir jetzt erstmal wichtiger. Ich hoffe, die Woche hat euch auch ganz gut gefallen. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen guten Start in den Mai. Es heißt ja immer Tanz in den Mai oder ich sage auch immer ganz gerne Sauf in den Mai. Also ihr müsst aber jetzt nicht die 2 Jahre Pandemie
Ausfall-Mai-Feiern nachholen und heute noch einen draufsetzen, sondern lass es auf jeden Fall krachen, aber immer gesittet und in einem vernünftigen Rahmen. Bis dahin, danke für eure Aufmerksamkeit. Euer Toto. Clashed.